Vielen Dank, wir kommen zum Finale. Darf ich euch auf die Bühne bitten, die Poems und alle, die beteiligt sind? Wir spielen jetzt ein Stück mit dem sehr schwierigen Text Woman of the World Take Over. Das eben war ein Stück, das hatte nur 3 Akkorde und dieses letzte Stück hat nur 1 Satz. Dafür dauert es ziemlich lange. Jimmy O'Rourke. Ja, das ist ein toller Musiker, den liebe ich sehr. Jimmy O'Rourke, kennt ihn jemand? Der spielt so sehr unterschiedliche Sachen. Sonic Youth. Bei Sonic Youth hat er mal gespielt. Ja. Interessant. Kennt jemand Sonic Youth? Auf jeden Fall ein toller Typ. Der hat mich dazu, ich habe hier, was ihr eben gehört habt, so einen Gitarren-Synthesizer, den habe ich wegen Jim O'Rourke gekauft. Das ist ein Boss Synthesizer SY-300. Wir sind mal angefangen als Folkband mit 2 Gitarren. Jetzt braucht er so einen kleinen Bus, damit er alles mitnimmt. Frank, lass mich die Story loswerden. Gut. Und das ist dieser Boss, Gitarren-Synthesizer, den habe ich deswegen gekauft, weil man der Patches programmiert wird von unterschiedlichen Künstlern. Und Jim O'Rourke hatte dieses, was eben ihr gehört habt, das Patch Waves. Ist interessant, oder? Ihr könnt auch gerne mal nach vorne kommen und euch das mal ich kann das gerne mal so etwas näher, aber später vielleicht. Okay. Wir sind im Finale, ich freue mich tierisch. Alles toller Abend. Gibst du mir hier nochmal ein bisschen was aufs Mikro? Müsste eigentlich an sein, hört ihr mich? So ein bisschen. Ich muss jetzt hier unten hocken, weil wir keinen Ständer für dieses Gerät haben. Ich habe mir sagen, das ist ein indisches Harmonium. Das muss man auch im Knien spielen. Ich habe ungefähr 2 Monate geübt, bis ich hier so immer runterkam und wieder rauf, ohne dass mich jemand wegtragen muss davon. Können wir denn? Ja. Nein, noch nicht. Ich muss noch eine Sache sagen. Also Thilo hat gesagt, er kennt das Stück von Jim O'Rourke. Sag du doch mal was. Könnt ihr mich mal ausreden lassen? Eigentlich kommt dieses Stück aber aus den 60er Jahren von einem Typ, der hieß Ivor Cutler. Kennt keiner, ne? Englischer Humorist und Schauspieler, hat sogar im Beatles-Film Magic Mystery Tour mitgespielt. Und der hat dieses Stück eigentlich geschrieben, mit diesem einfachen Satz. Jetzt können wir anfangen. Shots, see what we have got. Thank you.
Publikum. Das war schon fast die heutige Show. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle heute hier wart. Es war ein schöner Abend mit euch. Ich möchte euch zum Schluss nochmal an die Band erinnern. Florian Gallo am Bass. Jens Ketelsen. Music Conductor. Wim Dunkelberg an den Percussion. Oliver Sonntag, the man himself. Und als wunderbare Gäste hatten wir David Friedrich. David. Lina und Laila sind Poetro Jamiro. Katharina Schwerk. Und nochmal vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben hier. Von den Leuten, die geholfen haben. Rolf Schwarz. Rolf, vielen Dank. Und Rolf hat nicht nur den Ton gemacht, sondern es wird auch eine Videoaufzeichnung geben dieses Abends. Das könnt ihr euch demnächst bei YouTube angucken, weitererzählen. Und wie gesagt, am 26. gibt es die nächste Show. Was war dein Einwurf? Einwurf war, ich wollte dich gerne vorstellen, denn du bist ein Teil von Drunk Age und heute hier ein Riesenapplaus für Frank Hübner, meine Damen und Herren. Und der zweite Drunk Angel, Thilo Strauß. Okay, macht's gut. Habt Zuversicht. Schönes Ding, Leute. Hab Zuversicht. Komm gut nach Hause. Vielen Dank. Das war heute hier. Tschüss. Pumps für Salmiro. David Friedrich. Die heute hier werden. Katharina Schwerg. Drunken Angel. Thilo Strauß. Wir müssen leider alle so stehen bleiben. Wir würden uns gerne knutschen und umarmen. Seid umarmt, kommt gut nach Hause, erzählt es weiter und kommt zur nächsten heute hier Show. Dann kann es weitergehen. Für heute zu Ende. Vielen Dank.